Hier zeige ich, wie man in Magic Streets, das ist eine Art Mischung aus Pokémon Go und World of Warcraft, eine eigene Siedlung baut, in der man sich mit Ausrüstung und Rohstoffen versorgt, damit man Companions, eine Art von Pokémon, leichter besiegt. Um eine eigene Siedlung zu bauen, muss man hier in der Mitte auf Punkt Settlement gehen. Dann kann man sich für einen Namen entscheiden und sie gleich bauen. Das Wichtige ist, dieses Settlement, sprich diese Siedlung, kann irgendwo gebaut werden. Man kann immer, egal wo man gerade unterwegs ist, zu ihr hin teleportieren und verschiedene Sachen erledigen, wie zum Beispiel Sachen verkaufen, neue Sachen kaufen, Sachen herstellen, ob das jetzt Waffen sind, Rüstungen oder selbst nur Rohstoffe farmen. Hier gibt man, wie man gesehen hat, ich gebe einfach den Kanalnamen von mir ein, Obers Let's Play, und klicke dann auf Yes, Build hier. Sprich, ich möchte es hier bauen. Jetzt ist man auf einem eigenen Bereich. Das heißt, es wird nicht der Platz weggenommen, wo man sonst unterwegs ist, sondern es ist wirklich ein eigener Platz. Das ist ein bisschen so Art der Ort, wo man selber gerade war und es gebaut hat. Als erstes das Haupthaus wird gebaut. Man kann es hier, man sieht es hier. Hier steht es einfach dort, wenn man es anklickt, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Population 0 von 30, das heißt, ich habe 0 Leute aktuell hier. Ich kann mit Rotate, wie man hier sieht, das Gebäude verschieben, so wie ich es hin will. Man kann es auch jederzeit wieder umrotieren, ein bisschen anders ausrichten, so wie man es eben dann haben will. Ich habe es jetzt einfach mal hier so gebaut. Okay, Edit Settlement. Hier könnte ich den Namen wieder das eintragen. Wenn man dann auf unter den Bildknopf geht, als erstes mal eine kurze Beschreibung, was man alles hier bauen kann. Ganz wichtige Sachen, nämlich man kann hier auch Sachen bauen, wo man dann sozusagen Rohstoffe abbauen kann. Hier gibt es oder kochen kann, Blacksmith, das heißt, man kann Waffen bauen, Armor Workshop, das heißt, wo man natürlich die Rüstung selbst herstellen kann, wenn man die benötigten Ressourcen hat. Fingering Lab bedeutet Halskette, Ringe zum Beispiel herstellen. Storehouse, da hat man mehr Möglichkeiten, sozusagen Platz in seinen Beutel, weil man mehr ins Lagerhaus reintun kann. Und hier sind noch ein paar andere wichtige Sachen, wo man einfach Rohstoffe herbekommt. Und hier ganz unten ein Shop. Der ist sehr wichtig, den würde ich empfehlen, möglichst bald zu bauen, denn hier kann man immer mal nachschauen, neue Sachen kaufen, man kann auch Sachen verkaufen, einfach egal von welchem Standort man ist, man geht einfach zu seinem Settlement zurück und verkauft die Sachen. Das ist wunderbar. Das war jetzt der Return-Button, dann verlässt man sein Settlement und kommt automatisch wieder zu dem Punkt, wo man auf Settlement gedrückt hat, wieder zurück, nämlich genau den Standard, den man aktuell auch hat. Wenn ich jetzt wieder auf Settlement drücke, komme ich natürlich wieder zu meiner Siedlung zurück, kann jetzt weiterbauen oder wenn ich jetzt schon was hätte, könnte ich dazu hier einkaufen oder verkaufen. Jetzt zeige ich mal, wie man was baut. Man klickt einfach auf Bild, man muss natürlich die benötigten Ressourcen haben, die man links sieht. Dann, sobald man auf Bild klickt, kann man es bauen. Man sieht es, wo es ist. Man kann es rotieren, aber es sieht nicht gut aus. Das heißt, man tippt einfach woanders hin, wo man es hingebaut haben will. Hier ist es wirklich ungünstig, weil es bringt einfach hier nichts. Genau hier ist es schöner. Dann kann man hier noch rotieren und dann baut man es eben, wie es gut ausschaut. Ansonsten ändert man es eben wieder. Wie hier einfach besseren Ort finden und dann einfach bauen. Mit Confirm, dann steht es auch dort. Wenn das Gebäude mal gebaut ist, kann man durch draufklicken, es auch nutzen. Beim allerersten Mal ist eine kurze Beschreibung, was es genau tut, was man damit machen kann, Waffen schmieden im Grunde genommen. Und dann sieht man auch alle Waffen, die man hier schmieden kann. Das sind die ganz einfachen Waffen. Je höher das Level von der Schmiede ist, desto bessere Waffen kann man dann auch bauen. Man braucht natürlich die entsprechenden Materialien dazu. Hier kann man sozusagen verzaubern.
Unter Deconstruct kann man es kaputt machen, da bekommt man wieder Materialien zurück. Und unter Refine Materials kann man vier schlechte Materialien zu einem besseren Material verschmelzen. Ähnlich funktioniert es auch beim Armor Workshop. Wenn man seine Siedlung ausbauen will, braucht man eine Bevölkerung. Hier habe ich aktuell 19 von 30. Und wie kommt man an diese Bevölkerung? Ganz einfach. Man muss diese Monster besiegen bei Rescue Stranger. Das heißt, man besiegt diese Monster und gleichzeitig hier im Hintergrund ist so ein Fremder, den man sozusagen rettet und er kommt dann in meine Siedlung rein, bevölkert sie und dadurch wird die Population größer und ich kann es dann je nachdem immer weiter ausbauen. Natürlich muss man dazu auch die benötigten Rohstoffe haben. Hier klicke ich einfach mein Haupthaus, dann sehe ich, ich kann upgraden, brauche Stones dafür. Hier 27 Stück habe ich, das reicht, um den einmal abzugraden. Und jetzt kann ich auch alle meine anderen Gebäude um eine Stufe erhöhen. Wie hier zum Beispiel mein Warehouse, dafür brauche ich Stone Tile. Dafür klicke ich einfach auf Upgrade. Das Sinnvollste am Anfang ist eigentlich der Settlement Shop, denn hier kann man alles Mögliche kaufen und verkaufen, was sehr sinnvoll ist. Und hier bekommt man auch Building Resources, das heißt Material, um neue Gebäude zu bauen, kann man auch hier kaufen. Man sollte auch solche Materialien immer kaufen, wenn man sie findet, bei irgendeinem Shop. Immer kaufen, denn die sind am Anfang ganz wichtig und selten. Hier sind nur 4 Stück, eigentlich sind es 5. Das Roof-Teil habe ich hier aktuell nicht, aber alles immer kaufen. Hier möchte ich euch noch eine Übersicht vorstellen, welche Materialien wofür gedacht sind. Die Large Stones, die sind wichtig, sind für Town Hall, Watchtower, Fishing Spot und Healing Fontaine gedacht. Roof Tile braucht man für Farmfield, Alchemy, Tinkering Lab. Die Stone Tile sind für Warehouse, House, Marketplace. Brick braucht man für Armor Workshop, Blacksmith, Lumber Mill und die Wooden Plank braucht man für Hunting Cabin, Mine, Settlement Shop, Fortune Wheel und Cooking Fire. Und hier zum Schluss noch eine kleine Übersicht, was man bei einem weit höheren ausgebauten Shop alles einkaufen könnte. Das ändert sich natürlich grundsätzlich von Tag zu Tag. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.